Hey, am Anfang war doch so gut mit Fraps und jetzt spinnt Fraps wieder so komisch. Ich verstehe das nicht. Also, es liegt nicht an meinem PC, es liegt einfach nicht an meinem PC. Ich kann es nicht verstehen. Andere haben nicht so viele Probleme wie ich. Aber eben, wenn es mein PC nicht vertragt, dieses Fraps, dann muss ich es deinstallieren und mit einem anderen Programm ersetzen und das wird Shadowplay sein. Ich hoffe, das ist gut. Weil, mit Dixtory kann ich überhaupt nicht aufnehmen, das geht irgendwie gar nicht. Das nimmt immer irgendwie das, schlecht aus, wie ein 90er-Jahre-Film oder so. Obwohl ich auf optimale Einstellungen gemacht habe, ich habe sogar auf Originalaufnahme gemacht, aber die Qualität ist einfach grottenschlecht. Schade. Und vor allem der Sound ist schlecht. Ich habe alles auf Optimum gemacht beim Sound, aber nein. Tönt scheiße, sieht scheiße aus, alles mögliche. Und dieses andere Programm, was es gibt, dieses, weiß jetzt nicht, Bandyware oder so, das geht mal gar nicht. Das kostet auch sehr viel. Nein, kein Bock. Bandicam heißt es, glaube ich. Vor allem, nein, für so etwas, für so ein vor allem billiges Anfängerprogramm möchte ich nicht. So, ja, wir sind bald bei Dosimon gekommen. Wir könnten hier unten mal durchgehen und schauen, wie dieses Portal aussieht vom Drachen. Älterwälder. Okay. Ihr habt Werwölfchen. Diese Phantombeschwörer werden wahrscheinlich auch viel einfacher sein mit diesem Beschwör als mit dem Barbaren. Der hat ja sehr wenig Magieresistenz. Oh, mit dem Barbaren habe ich die gegnerischen Hexe. Haben die genervt mit diesem Dauerstanz und so. Oh je, das waren noch Zeiten, als ich den Barbaren da bei Syrtis, also vor einem Jahr, gemacht habe. Da hatte ich immer wieder Probleme, weil die Egen haben immer angegriffen mit den Hexern oder mit den Schützen. Und die dauerstanden einfach die ganze Zeit. Und diese Sache mit einem Skill abbrechen, das ist auch nicht das Wahre. Weil es einfach nicht genügend ist, viel zu viel Zeit kostet. Da ist das dann eigentlich schon wieder weg, vorüber. So, passiert nichts mehr. Schauen wir mal bei Syrtis. Wir haben gleich Invasion. Ja, werden wir haben. Ist ja kaum mehr jemand hier. Dead Evil ist zu low. Okay. Diese Leichenbeschwörer sehen so aus, als würden sie vom Ball kommen. Da unten. Aha. So sieht das aus. Das rechte Ding ist so komisch. Der Boden da. Ist das Nebel? Ah, das ist Wasser. Das ist irgendwie eine Substanz im Wasser. Schade. Sagt er schade. Da wurde viel geändert. Also das letzte Mal, als ich da war, vor einem Jahr, war das noch nicht. Das war wahrscheinlich dann das März-Update vor einem Jahr oder so, als es überarbeitet wurde. Zu traurig. Für was zu traurig? Ich würde ja gerne mitmachen, aber ich bin ja erst Stufe 26. Die dummen Süßen in Trille. Hier geht, glaube ich, einfach alles auf, wenn es nicht gerade um eine Info auf andere Reiche geht. Ja, die Motivation ist halt nicht gerade optimal. Ah, es ist gar kein, also, es ist was anderes. In Alisios ist es ein Portal, hier ist es so ein Eingang, der noch recht schön aussieht. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Vor allem der Boden ist zwar halt nur an der Textur,
Aber das sieht von oben richtig schön aus. Du bist heute aber ziemlich weinerlich. Fühl mich so alleine. Ja, ha, hab halt heute meinen sentimentalen. Ups, komm schon. Ja, jetzt wieder. Schenkt Black Taschentücher. Huhu, Howie. Wollte ich ihm auch eben geben. Na, was gibt es? Danke, Evil. Ja, diese, also die Community ist eigentlich recht gut aufgestellt manchmal. Schreibt richtig lustige Sachen manchmal und so. Nu weiß ich, wie ich mich umbenenne. Zu Dankeschön. Softie. Der Softie. Wohin müssen wir jetzt? Ah, wir müssen noch nach Dosi. Stimmt. Ja, also eben. Manchmal sind sie einfach ein bisschen deprimiert und unaufgestellt, die Community. Aber auch manchmal sehr aufgestellt, also es schwankt halt. Es kommt immer auch darauf an, wer online ist und wer nicht. Er scheint lieber alle am Tor, dann haben wir vielleicht einen Grund zum Weinen. Hahaha. Am Tor. Welches Tor? Ah, von Alysios wahrscheinlich. Oder von den Irginis, aber wahrscheinlich Alysios. Ja, oder? Keine Ahnung. Sieht jetzt nicht nach beiden nicht aus. Die haben sogar ein grünes Artefakt von uns. Ich wollte noch nicht SP mich prügeln lassen mit 38. Jäger ich sein. Ich Jäger, ich sein. Ja, ich mach noch nicht mit, also... Ja, eigentlich wird es mal spannend sein, aber ich warte lieber noch bis... Ja, 35 oder so. So. Den Brief haben wir angenommen. Und jetzt können wir noch hier ein paar der Quests annehmen. So, hier unten auch. Noch eine Quest hier. Ah, wir haben Maximalanzahl. Jäger du sein, Der eine heißt Daddy Evil, der andere heißt Black Devilchen. Alles so, so böse Namen. Böse Namen. So, jetzt zurück. Macht die einen auf Jedi oder was? Oh, Quest schon beendet. Dann nehmen wir hier eine nächste an. So. Die haben wir gleich noch aufnehmen können. Der wäre weggegangen. Also die. So, jetzt. Dort hinten.
So. Nochmal schauen. Oh Gott, jetzt müssen wir noch zurück. Eigentlich wollte ich jetzt hier oben durch nach Raera gehen. Aber nein. Ich muss natürlich noch hier runter. Aber wir bekommen hoffentlich ein Level. Also die Briefquest gibt, glaub ich, mehr als dieses fehlende Teil von EXP-Punkten. So, irgendwo hier, ganz vorne. Das nervt. Regnum ist das meiste Zeit, es ist nur herumlaufen. Und jetzt? So eine Art Dings da. Verdammt, Name entfallen. Also, gehen wir nach Raera. Hier könnten wir noch kurz nach oben schauen. Beschwörtrainer könnten wir auch mal trainieren. Beschwörungen hier. Ah, hier können wir uns aufstocken. Könnten wir auch Dämonen aufstocken? Nein. Dann nehmen wir die Leiche. Und hier könnten wir Willenskraft umhauen. Schwindel. Herr der Zeit. Dann nehmen wir hier eins raus. Eigentlich könnten wir uns jetzt umskinnen. Dann nehmen wir hier nur Käferschwarm. Ja. Skinnen wir mal kurz um. So. Trainieren. Zuerst Beschwörung, das ist am wichtigsten. Leiche beschwören. Dämonen herbeirufen. Materielle Bindung, ja. Dann hier Käferschwamm. Hier bis nach Mana Pool. Ah, nein, geht nicht. Okay, hier bis Arkane Hingabe. Ehrgeizige Opferung. Hingabe ist 60 Dauer, dann nehmen wir das. Aufopferung. Ja, nehmen wir. Drachenblut nehmen wir. Und jetzt hier. Eisverherrlichung. Dauer 120. Statikfeld. Kampfmagie ist mal wichtig. Dann Angriffsreichweite brauchen wir nicht. Beschleunigung. Eigentlich möchte ich ja gibt halt nicht mehr so viel. Es gibt halt nicht viel Gutes hier. Ja, dann nehmen wir Eisverherrlichung. Dann können wir hier noch... Ah, haben wir zu wenig Punkte. Dann machen wir Energiebarriere. Auf 3. Ist auch wichtig. So. Jetzt haben wir hier Dämonen herbeirufen, Leiche herberufen. Käferschwamm. Energiebarriere. Aufopferung. Arkane Hingabe. Eisverherrlichung, die 7. Ja, okay, haben wir mal umgeskillt. Jetzt schauen wir hier nach etwas Besserem um. Oh, da hat es gute Hüte, 104 sogar, 80, 96. Wenn wir hier so einen guten haben, 104, Hut der Bereicherung. Normal sehr gut, gut. Blitzschaden ist halt sehr schlecht.
Schauen wir mal. Den Hut. 64 Widerstand, physische Schaden plus 2%. 64. Dann wäre eigentlich die besser. Haben wir hier auch Negatives? Hier haben wir sehr gut und dort sehr schlecht. Aber dafür Stichschatten besser. Ach komm, wir nehmen den. Also, dann haben wir den Hut. Dann haben wir noch die Handschuhe. 48 plus 5. 108. 108. 80. 100. 108. 108. 100. Dann nehmen wir die untensten. Nein, nicht die 100 untersten. Die nehmen wir. Robbe. 64. 100. 88. 108. Das ist nur 100, okay. 108, das ist nur 80. 108. Ritualgewand, besticktes Ritualgewand, besticktes Gewand, also 108. Und gesteckte Armschienen sind die besser, okay. Ja. Schön. Den bewahren wir auf. Das sind nämlich die vier ist für die anderen Leute. Weil die noch recht gut sind. Aber wir sehen so scheiße aus. Naja, von vorne ist eigentlich noch gut.